Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir bewegen uns jetzt mit unserem verkleideten Cloud zum Dock, denn dort müssen wir Präsident Rufus verabschieden. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht wieder so versagen wie im letzten Part bei der Parade, denn auch diesmal müssen wir wieder Informationen etwas machen. Und ich nehme an, dass es dafür auch eine Belohnung gibt. Es ist Zeit. Acht! Präsident Rufus ist eingetroffen. Okay, jetzt wird's ernst. Truppenteil Yunnan, Abschiedsformation. Mit was ging's los? Ich weiß es nicht mehr. Ich erwarte Haltung. Zeigt Begeisterung. 2, 3. Menü, scheiße. Jetzt ist es was anderes. Der ist viel zu schnell. Da hinten ist Red. Immer links. Oh, falsch. Mach irgendwas. Aber Rufus Laune-Anzeige ist auf 90. Das Problem ist, dass im Originalspiel da die Buttons angezeigt wurden. Also Kreis und so weiter und so weiter. Und hier muss ich erstmal lesen. Das dauert natürlich viel länger. Aber man muss relativ schnell reagieren. Sehr unterhaltsam. Macht weiter so. Nehmt eine Prämie für euch. Ein Zeichen der Güte des Präsidenten. Vergesst es nicht. Die Materia Extra HP, okay. Huiuiui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn erst bekannt wird, dass Sephiroth hier ist, werden Cloud und seine Freunde auch bald aufkreuzen. Wir zermalmen sie, wenn wir sie finden. Sie dürfen uns nicht in die Quere kommen. Überlassen Sie das mir, Sir. Habe ich dir nicht gesagt, mit dieser blöden Lache aufzuhören? Okay, wegtreten. Das war knapp. Heidecker ist in letzter Zeit ziemlich gereizt. Hojo soll ein Rücktrittsschreiben geschrieben und verschwunden sein. Heidecker wurde beauftragt, eine Suchaktion einzuleiten. Hört ihr schlecht? Ich sagte wegtreten. Wir müssen hier noch aufräumen. Beeil dich. Ja, aber wir werden uns natürlich flink an Bord des Schiffes begeben und haben auch gesehen, der hintere Soldat hat sich da auch hinbegeben. Via Seeweg geht's zum anderen Kontinent. Eingehüllt in Shinra-Uniformen. Und Red haben wir auch schon im Hintergrund. Also irgendwie haben sie sich doch an Bord des Schiffes geschlichen. Und jetzt fahren wir auf den nächsten Kontinent. Und das Schiff können wir aber so lange nicht steuern. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, wahrscheinlich unsere Crewmitglieder oder Truppenmitglieder. Ah, da ist Yuffie. Deshalb hasse ich Schiffe.
Hey Cloud, hast du was für den Magen? Hier, nimm das, was auch immer wir ihr geben. Danke, ekelhaft ist das bitter. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, verstecken sie sich nicht hier irgendwo? Wie soll ich das wissen? Ja, das haben wir ja schon. Ich möchte da hinten an die Materia ran, aber können wir jetzt nicht, weil Yuffie davor steht. Ich arbeite schon verdammt hart. Du willst, dass ich noch mehr tue? Der neue Präsident ist vermutlich auch nicht anders. Der wird uns eh nur rumkommandieren. Ich bin's, Iris. Hey Cloud, hast du das Luftschiff in Yunnan gesehen? Ich wusste, dass es groß ist, aber ich dachte nicht, dass es so groß sein würde. Das ist echt ein Ding. Ob ich da mal mitfliegen kann? Ich nehme dich irgendwann mit. Wart's mal ab. Wow, ich freue mich richtig drauf. Okay, Iris und Yuffie haben wir schon gefunden. Hey, mach dich an die Arbeit. Sowohl der neue Präsident Rufus als auch Heidegger sind an Bord des Schiffes. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Was ist mit dir? Versuch bloß nicht, mich aufzuhalten. Der neue Präsident wird sehen, was ich leiste. Gehen wir mal nach oben. Wo sind wir denn? Ach, hier. Hey, hey, was ist los, Mann? Du hast echt keinen Piep. Ein Seemann muss Pep haben. Pep haben. Irgendwas fehlt. Was meinst du mit fehlt? Ach, wir können jetzt was kaufen. Bringt uns aber nichts. Präsident Rufus und sein Stab sind auf der Brücke. Wenn du dich nicht sputest, kriegst du Ärger. Können wir da oben zu diesem Soldat? Irgendwie schon, ja. So. Jawohl, Sir. Alles ruhig, Sir. Aber weißt du, ich hasse diese Uniform. Uniformen, Soldaten, Krieg. Ich hasse das alles. Sie nehmen dir alles. Menschen, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden, nicht wahr, Cloud? Ja, genau. Jawohl, Sir. Ich werde weiter am Ball bleiben, Sir. Okay, Tifa haben wir auch gefunden. Jetzt fehlen eigentlich nur Red und Barrett. Wieso gehst du nicht runter? Und ich glaube, Red habe ich auch schon entdeckt. Der ist nämlich sehr auffällig. Der kann ja nämlich eigentlich nicht auf zwei Beinen laufen. Und der tänzelt, glaube ich, da oben rum. Oh Mann, wir haben es fast bis Costa del Sol geschafft. Wenn ich dort ankomme, nehme ich mir meinen wohlverdienten Urlaub. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und lege mir etwas Farbe zu. Jetzt speichern wir aber doch mal. Wir haben jetzt schon ein bisschen gespielt. Wenn das jetzt hier irgendwie einen Abgang macht, dann haben wir nämlich ein Problem. Müssen wir das alles nochmal machen. Dann könnten wir zwar versuchen, ein besseres Ergebnis bei der Parade zu erreichen, aber irgendwie habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ich bin's, Red. Ich schwanke zwar hin und her, bemerken wird's aber niemand. Menschen schauen eben nur auf das Äußere. Allein durch diese Uniform gebe ich doch schon einen prächtigen Menschen ab. Nur, dass dein Schwanz rausguckt. Naja. Können wir jetzt hier weiter vor? Nee, da steht der Soldat im Weg. Tja, wo könnte Barrett sein? Vielleicht können wir nach unten irgendwie laufen. Nee, wir können... Hier hinter können wir auch nicht. Wir können nur wieder da runter. Auf der anderen Seite war ja noch eine Treppe. Vielleicht müssen wir die hoch. Aber da kommen wir auch nicht hin. Ah, hier... Nee. Die Leiter kann man auch nicht benutzen. Tja, und nu? Ja, das wissen wir ja schon. Oder vielleicht musste ich bei Red da nach links laufen am Speicherpunkt. Ich möchte doch da rüberlaufen. Versuchen es einfach mal. So groß ist das Schiff ja jetzt nicht. Wir können, müssen ja... Oh, jetzt habe ich den angelabert hier. Wir müssen ja jetzt eigentlich... Ja, eigentlich nicht so kompliziert sein, nee. Tja, und wo? Wo müssen wir hin? Wohin müssen wir? Wenn ich das jetzt wüsste. Wir haben doch mit allen gesprochen, oder? Mit dem hier auch. Ja, sie sind auf der Brücke. Aber wir kommen nicht auf die Brücke.
Ich weiß nicht, was wir tun sollen jetzt schon wieder. Hey Cloud, hast du Barrett gesehen? Ich hoffe, er stellt keinen Blödsinn an. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich versuche ihn ja zu finden. Das Schiff ist doch jetzt echt nicht groß. Wie kann der denn verloren gehen, dieser Riesenaffe? Da können wir auch nicht durch. Ups. Ich lasse mir nochmal die Ausgänge und so anzeigen. Vielleicht sehen wir dann oben, wo wir irgendwie was verpasst haben oder so. Nee. Wir können nur... Ach, jetzt ist er weg. Ich müsste wahrscheinlich Eris ansprechen. Schau, Cloud, es sind Rufus und Heidecker. Sie sind so nah und doch können wir nichts machen. Wie kann er so lachen? Ihretwegen sind Bix, Wedge und Jesse. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich mach sie kalt, auf der Stelle. Musst du husten. Notfallalarm. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal, das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal, das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt. Haben sie uns entdeckt? Nein. Uns beide meinen sie wohl nicht. Dann vielleicht Tifa und die anderen? Beweg deinen Hintern. Los, komm, Cloud. Es ist so still. Alle sind weg. Matt ist auch weg. Alles klar? Alles in Ordnung? Hm? Es sind alle da, oder? Hey, Moment. Soll das heißen, dass diese verdächtige Person... Sephiroth. Wirklich? Woher soll ich das wissen? Lasst es uns herausfinden. Das ist doch das Naheliegende. Also, wer geht? Ich nicht. Ich kann Sephiroth sowieso nicht ausstehen. Und außerdem... Können wir Yuffie trotzdem mitnehmen? Ja, okay, sie sagt, sie labert nur. wir nehmen die altbekannte Truppe mit. Wir müssen auch direkt mal schauen, dass wir unsere neue Materia dann verteilen. Sephiroth. Na dann los. Wir haben ja jetzt Shiva noch dazu bekommen. Wiederbelebung und extra HP. Dann bekommen wir 10% mehr HP. Das Problem ist, dass wir immer noch nicht genug Slots dafür haben. Ich glaube, ich gebe Cloud mal Shiva und die Kälte damit. Eigentlich könnten Fernangriff könnten wir eigentlich rausmachen und könnten Cloud die extra HP geben. Und der Rest, Wiederbelebung, ja. Wäre schon wichtig, dass Wiederbelebung gleich mitlevelt. Ich könnte mal die alle Materia hier wegmachen für eine Weile. So lassen wir es mal. Wir reden aber mal noch mit allen. So. Ich komme mit. Nee, ich will nicht, dass du mitkommst. Was ist, wenn wir jetzt die anreden, dann können wir nur tauschen oder was? Ach so, okay, nee, dann macht's keinen Sinn. Ich dachte, die sagen noch mal was. Gut, die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist nach unten zu gehen. Und da liegt's, okay. Der Maschinenraum. Ein verdächtig aussehender Typ. Nein, nicht möglich. Er... Kein Mensch. Er ist kein Mensch. Er ist tot. Jetzt können wir auch die Materia... Das ist wieder eine alle Materia. Oh, oh. Und Zufallskämpfer haben wir jetzt hier. Okay. Was? Ach so, uns
greifen jetzt die Shinra-Soldaten an. Sind das Shinra-Soldaten? Ja, die Matrosen, weil wir jetzt keine... Oh nein, wir versetzen uns jetzt alle in Schlaf. Ist das jetzt euer Ernst? Ah, na gut. Weil wir jetzt keine Rüstung mehr anhaben, sozusagen. Also keine Uniform. Wir könnten... Oh nee, die sind, glaube ich, echt schwach. Da wäre es jetzt unnötig, Shiva zu benutzen. Aber Cloud muss geheilt werden. Und die haben auch irgendwie Traurigkeit oder sowas. Nee, nicht Traurigkeit. Irgendwas haben die beiden, Red und Cloud, da abbekommen. Oh, es ist, glaube ich, Dunkelheit. Kann das sein? Na gut, aber Reißzahn müsste eigentlich funktionieren. Auch bei Dunkelheit. Jo. Mondjaulen. Okay. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn ich glaube, das Schiff ist auch eine gute Gelegenheit zum Leveln. Oh, die sehen hässlich aus. So kleine mag ich ja gar nicht. Jetzt könnte sich aber mal Shiva lohnen. Wenn die jetzt nicht gerade... Boah, die zaubern sogar Feuer 2. Wenn die jetzt nicht gerade resistent gegen Eis sind. Das glaube ich aber nicht. Shiva ist auch echt meine Lieblingsbeschwörung, glaube ich. Also durch alle Teile hindurch finde ich Shiva einfach richtig cool. Vor allen Dingen im 10. Teil finde ich sie echt hammermäßig. Also da haben sie echt richtig geil gemacht. Oh oh. Sephiroth? Nein, nicht Sephiroth. Nach langer Ruhe ist die Zeit gekommen. Xenocloud! Sephiroth, du lebst! Wer bist du? Du erinnerst dich nicht an mich? Ich bin Cloud! Cloud? Sephiroth, was denkst du? Was hast du vor? Die Zeit ist reif. Was? Was sagst du? Und wir haben den ersten Kampf gegen eine Jenova. Eine Form von Jenova. Und zwar Jenova Geburt in dem Sinne. Jenova ist, glaube ich, allergisch gegen Eis. Weswegen es ganz okay war, Cloud auszurüsten mit Shiva und seinen Angriffen dadurch das Eiselement zu geben. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich schau mal, ich glaube nicht, dass er es eine Zustandsveränderung bei ihr ausrichten kann. Aber das wäre natürlich schön. Ja, vielleicht könnten wir sie ja vergiften, falls das klappen sollte. Nee, hat, glaube ich, nichts gebracht. Ja, ich glaube, Eis ist relativ ergiebig gegen sie. Ich habe hier nur Feuer, also greifen wir lieber so an. Ich glaube, Eris sollte sich um die Heilung kümmern. Denn die gute Jenova ist doch relativ heftig. Ich glaube, auch die Bossgegner passen sich tatsächlich dem... Oh, Mist. Dem... eigenen, also dem Charakterlevel an. Das heißt, wenn man dann zu hoch gelevelt ist, ist der Boss natürlich auch der, hat der Boss auch die entsprechende Levelstufe sozusagen. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufpassen und nicht so viel reden, denn sonst sterben mir hier die Gruppenmitglieder.
Jetzt. Das wollte ich. Mio, ich wollte versuchen, sie zu vergiften. Das Problem ist, die Beschwörungen fressen natürlich extrem MP. Nee, sie ist sogar resistent gegen Bio. Shit. Oh nein, kein Gemach. Oder war das sogar Stopp? Ich glaube, das war sogar noch Stopp. Oh Mann, die hat aber echt fiese Dinger drauf. Stopp kann man, glaube ich, nur durch ein Objekt oder einen Trank oder sowas heilen. Gegenmittel halt nur Gift. Nee, ich glaube, das bringt alles nichts. Das hier bringt uns auch nichts. Nee. Gut. Wir zaubern mal mit ihr was. Wir probieren einfach mal Feuer. Mondjaulen können wir jetzt mal. Aha, das zaubert man auf die Gruppe. Was kann das? Keine Ahnung. Haben wir jetzt irgendwie positive Zustandseffekte bekommen? Doch, ja. Und zwar sind wir. Und jetzt haben wir Hast. Und sind jetzt dadurch schneller. Das ist natürlich sehr nett. Ja, dann haut mal rein, Jungs und Mädels. Und Tiere. Macht die gute Genova mal platt. Aber es macht, glaube ich, nur Hast. Was ja schon mal ausreicht. Aber was anderes... Es ist sozusagen das, der gegenteilige Effekt... zu Eres Göttersiegel oder wie das heißt. Die hält mal einiges aus, die Jude. Gas? Oh nein, komm schon. Aber er hat nichts Schlimmes davongetragen. Aber ich glaube, Feuer ist doch ein bisschen effektiver, oder? Okay, wir haben es aber auch geschafft. Schee. Weißer Umhang. Was auch immer der tut. Aus dem Shinra-Gebäude. Genova. Der Arm von Genova. Genova? Mit sowas läuft er herum? Also war es, Sephiroth. Die Zeit ist reif. Was soll das heißen? Die Zeit ist reif. Ich verstehe nichts. Cloud, kannst du uns das erklären? Ich werde es versuchen. Aber bitte keine Unterbrechungen. Und das werden wir uns im nächsten Part anhören. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.